So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Bioshock Infinite oder auch Bioshock 3, wie ich manchmal so gern dazu sage. Ja, wir haben uns mal kurz hier in den Automaten gerettet und ja, können jetzt hier leider nichts Tolles kaufen. Doch, wir könnten, aber das brauche ich nicht, das Upgrade. Da fehlt mir ein bisschen noch hier. Das wäre vielleicht, naja, Schrotflinte, nee, wäre nicht. Was hat man da noch? Maschinengewehr. Eigentlich braucht man davon gar nichts. So, weiter geht's. Wenn wir mal hier rumgucken, was passiert, wenn ich hier hinlaufe? Ach, guten Tag! Haha! Ja, das war jetzt der kleine hier, Dungekeeper sozusagen, ja. Was treibt ihn raus? Ey, wo kommst denn du her? Hier, bitte! Danke! Bettel um deinen Tod! Nö, ich bettle nicht. Warte mal, das Moskito da geht wieder. Ja, es wird eh gleich wieder kaputt sein. Was ist das hier mit der Wasserlache? Wow, Hilfe! Wie viel Geld habe ich denn? Moment, wie geht es hier? Okay, nee, nicht genügt. Nö, da kein Bedarf, danke. Ach, der ist schon wieder kaputt hier, dieser Ballon. So, Deckung. Von wo schießt denn der, hä? Ach, da oben. Nö, davon halte ich nichts. Danke. Danke dir. Ja, du nervst langsam da oben, ja? Zack. Hui, hahaha. Ja, das habt ihr jetzt davon. Ah! Mann, der hebt aber auch was aus hier, der Kerl. Ich sehe zu, dass ich noch was finde. Ja, ist gut. Munition. Hier, das wird helfen. Danke. Schön. Also ist auch wieder so ein Dämonenhut hier auf, ja. Hahaha. Danke. Nö, vergiss es. Ich hab dich jetzt geschlachtet, so. Hä? Wer? Wo? Was? Hä? Keine Ahnung. Naja, egal. So. Ach ja. Hier, Booker. Danke. Da war doch ein Salz. Ich hab gedacht, da liegt ein Salz und dann hat sie eins in der Hand. Okay. Ach, da ist noch eine Leiche. Okay. Was heißt die Sekunde? Sagst du es immer hier zum Feind? Bla bla bla. Moment, ich möchte mir mal eine bessere Position suchen. Ich gehe wieder. Bla 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 bla. Ich nehme mal meinen hier. Guckerle hier. So, pam. Und zack. Hahaha. Ja, wo ist denn dein Köpfchen? Ich sehe deinen Kopf nicht. Heb den mal hier bitte. Danke. Wir haben einfach kein Glück. Was? Wir haben kein Glück? Ja, das sagst du öfters und dann hast du gleich was in der Hand. So, sonst noch jemand, der mich ärgern will? Schließkassette, ah ja. Kaffee, ja, lecker. So, was haben wir hier? Ja, ihr habt auch die Leute hier getötet. Das kann ja mal nicht angehen. Ja, was ist das hier? Ist das eine Jacke oder ein Kleid? Weil sonst will ich es Elisabeth schenken. So. Noch eine Schließkassette. Medizinkits. Ne, brauchen wir nicht. Danke. So. Ein Apfel. Hat er mir negative Gesundheit gegeben wieder? Sieh mal. Meinst du, der wollte das alles? Und du? Oh. Ja. Hast du gut gemacht. Oh, da muss ich gerade niesen. Aber Gott sei Dank habe ich meine Mute-Taste. Sonst, ja. Wasserlache. Wofür ist die Wasserlache gut? Ach, vielleicht für das Wegspülen dann. Los, hier. Mach. Geht klar. Ich kann mir wirklich nur vorstellen, für das Wegspülblasmid hier.
So, hier ist noch ein bisschen was. Also, die haben so viel Munition. Das ist echt unnötig, warum nicht mehr Waffen hier? Ja, oh. Lockpicks. Davon kann man nicht genug haben. Okay. Ich möchte lieber mehr Geld und weniger Lockpicks hier. Geld? Ja. Danke. Jetzt habe ich auch die Lockpicks entdeckt, die sind hier. Darf ich die mal haben? Hallo? Wie kann ich mich nochmal ducken? Ah, mit C. Geldbörse? Wie kriege ich denn die Lockpicks hier? Hallo, ich krieg die nicht. Sag mal, Elisabeth, Moment, ich möchte nicht in den Rock gucken, aber ich krieg die Lockpicks hier nicht. Mann. Nee, also die sind hier so platziert, dass man sie irgendwie nicht aufheben kann. Drücke C zum Aufstehen, ich bin ja schon aufgestanden, oder? Nee, doch nicht. Nee, ich kann die einfach nicht nehmen. Ja, Pech gehabt. Warte mal, haben wir Telekinese? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Was ist das? Warte mal, ich probiere mal was, hä? Wo waren das jetzt hier? Ah ja. Hä? Was war das jetzt? Ach, das ist Bocken der Bongo. Ah. Nee, das war nicht das Richtige. Das vielleicht. Nö. Das hier? Nö. Ich glaube, ich habe ja nichts. Also hier haben wir jetzt Telekinese praktisch. Haben wir aber nicht. Nee, das kriegen wir einfach nicht, die Lockpicks hier. Naja, gut. So. Und warum ist jetzt mein Ding schon wieder verstellt hier? Hä? Ist 4 etwa das hier? Okay. Ja, genau. Krähe oder Blitz ist in Ordnung. So. Ja, was wollt ihr mir laufend Waffenmunition anbieten? Ich hab doch voll, ich hab die Waffe noch nicht mal. So. Ne? Da haben wir schon reingeguckt. Wo geht's denn jetzt eigentlich lang? Hier geht's lang. Ah. Ah, da brauchen wir zum Beispiel jetzt auch wieder was Haarnadeln, aber wir haben 30 Lockpicks. Hast du das geknackt? Bin dabei. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich, brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn, weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Bitte sehr. Arme Elisabeth. Gaunerhaft, 28 von 30. Ah ja, danke. Ja, das hätte ich mal gern gesehen, wie er sie gefüttert hat da früher. Der riesengroße Vogel, der ist doch gar in den Turm reingekommen. So, Geld. Sieh dir das an. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Ja, irgendwie schon. Wir haben ihnen die Waffen verschafft. Tja. Es ist halt immer so, man muss sich dann irgendwann auf eine Seite schlagen, wie man auch nicht will. Also, wenn man sagt, man will nicht. Aha. Malo. Saltonstal. Fink. Comstock. Aha. Da haben die praktisch ja den Skalp aufgehängt. Okay. Das ist ja mal makaber. Was haben wir hier? Farbe. Hier rumgucken. Liegt hier, ah, da hänge ich irgendwo an einer Ecke. So. Aber wie gesagt, hier ist ja nichts Wertvolles drin. Eigentlich können wir das Ganze hier stehen lassen, wie wir wollen. Wo muss ich denn eigentlich lang? Ja, da muss ich lang. Moment. Nö, dann gehen wir erstmal woanders lang. Ja, wisst ihr, wie es ist? Dollarbill, ne, von dem will ich nichts. Der hat nichts gescheit. Der hat auch nur Munition und Health Packs. Die Beherrschung, ja. Soak-Hilfe. Was heißt das? Anzahl an Feinden, die gleichzeitig ziehen kannst. Ach so. Bronco Boost, Ladungshilfe. Ach so. Und lädt das Schild wieder auf. Aha. Beherrschung billiger.
Die sind alle eh so teuer. Ich kann da eigentlich nur den Soulkill verkaufen, aber brauche ich nicht. Hier ist etwas Geld. Danke. Irgendwie ist es so, immer wenn ich hier am Automat nichts kaufe, dann wirft ihr mir eine Münze zu. Kommt mir das nur so vor oder ist es so? Ja. Hier kann man noch was knacken. Jetzt brauchen wir endlich mal Picks hier. Kannst du das öffnen? Eine Sekunde. Eins. Ist schon rum. Müsste offen sein. So, mal gucken. Fertig. Ah, ja. Klack, ist es offen. Schießeisen. Das ist doch auch sowas wie eine Schrotflinte, oder? Warte mal, wie machen wir folgendes? Ich schieß mal. Wow, das Ding glüht sogar. Ja, nee, das gefällt mir absolut nicht. Ich nehme die Burstgun wieder. So. Also, Schießeisen, das ist ja mal total... Sieht aus wie so eine Piratengewehr hier. Was war das? Hier ist doch gerade was aufgeflackert wieder. Ach so. Schießeisen. Was hast du gefunden? Ich sehe gerade wieder gar nicht viel. Nee, Wein will ich nicht. Testen Sie schon heute die Produkte von morgen. Okay. Manchmal wünsche ich mir so eine kleine Taschenlampe. Aber nein, das hatten wir hier nicht. Pistole? Nö. Wo sind die überhaupt? Ach, da unten. Zigaretten? Nein. Muss nicht sein. So. Was ist das? Ah, eine Infusion. Eigentlich nochmal Schild oder Salzkapazität nochmal. Ja. Genau das, was wir jetzt brauchen. Da muss ich immer so an Bravestar denken, wenn das noch einer kennt, so eine alte Zeichentrickserie. Da gibt's auch den Bösewicht Stampede. Sag mal, sind das Hände hier? Ganz lange Hände oder was? Naja gut, dann sind wir hier eigentlich fertig, oder? Ah, nochmal Mülltonne. Ah. Ich habe die gar nicht gesehen. Bei mir scheint gerade wieder so leicht die Sonne rein ins Fenster und ich bin mal wieder zu faul, den Rollladen jetzt runter zu machen. Deswegen sehe ich ja auch nur die Hälfte wahrscheinlich. Was ist das hier? Ach, da kamen wir rein. Ah, okay. Alles klar. Ich glaube, hier hoch müssen wir, oder? Ja. Da war das nämlich mit der Haarnadel. So, das ist die falsche Richtung, oder? Hä? Ach Quatsch, da haben wir... Ah, jetzt bin ich ja total verwirrt. Huch, was ist Huch? Ich denke dann immer, als dann findet sie irgendwas, aber ja. Da müssen wir lang, genau, das sieht schon besser aus. So. Ah, jetzt muss ich doch mal die Rollladen dicht machen hier. Das scheint mir gerade so ins Auge, das geht gar nicht. So. Ah, ein Portemonnaie. Das sieht man aus ganz schwach hier als echt. Sonst ist hier ja nichts, nee. Ah, ich habe bestimmt schon einige Sachen übersehen. Vorsicht, leise. Psst. Ah, jetzt hat aber gedauert, bis die mich hier gesehen haben. Haha. Na? So. Ah ja, da werden die ja zu Krähennestern, aber naja, das ist nicht so hilfreich jetzt. Deswegen, eigentlich möchte ich lieber den Blitz haben. Was ist denn, was flimmert denn da unten drunter? Hm? Hä? Mülltonne, ach so. Leiche durchsuchen. Ja, siehst du übel aus, ha? Mülltonne. Ah, oh, nee, das war wieder eine schlechte Banane. Mann, das passiert mir andauernd. Kra, 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 kra. Hier, für die Kasse. Danke. Dann lege ich das gleich mal in die Kasse. So.
Durchsucht, durchsucht. Das ist noch so eine Magic-Kiste hier. So, ah. Das ist aber ein komischer Ausgang hier. Was kann ich diese hier? Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Nö. Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hm. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Ich glaube nicht, also ich glaube da absolut nicht an Hellseherei. Was? Ach, da kommt jemand. Moment mal. Ein Waffenautomat. Jetzt. In Ordnung. Genau, schieß mal dem. Zack. Ja, jetzt kann ich ihm nicht hinten ins Getriebe schießen. Na komm, jetzt geht doch nicht mal kaputt hier. Munition, hier! Danke. Hier, danke. Blieb. Was? Lieber sterben als zu kapitulieren. Wenn du meinst. Modifizierter Patriot. Ich wollte eigentlich erst den Patriot gegen Patriot antreten lassen. Machen wir das nächste Mal, falls wir mal die Gelegenheit haben, mal bekommen. Mülltonne. Ton? Den Ton haben wir. Das. Doch, gibt's. Ich werde schon sehen, wie ich hinkomme. Ach, der ist tot. Ah, das Geschütz ist auch schon ziemlich malat. Ups. Ach, da haben sie so geile Statuen hier. Gefällt mir irgendwie, so engelshafte Statuen hier. Oben, Columbia Gondola. Ah ja, wohin geht's denn oder wann? Ah, jede Stunde oder wie? Nö. Ah, okay. Die Standardzeiten. Portraits, jetzt habe ich erst Portemonnaies gelesen. So. Hier noch. Ah, hier können wir es knacken. Was ist das hier? Ah. Da hat es einen niedergebrezelt. Ah, nee, ich habe schon wieder Wein getrunken. Naja, gut. Ein Revolver. Den könnten wir ja mal nehmen, aber... ja. Oder nehme ich den? Ja, ich nehme meinen Revolver, so. Kann ich damit eigentlich auch? Vorsicht, nicht auf mich zielen. Ja, Moment. Es ist doch... ah. Lockpicks. Ist gleich hier so, Vorsicht, wo müssen wir eigentlich lang? Okay, hier schon mal nicht, also dann können wir hier das knacken, oder? Haarnasen. Kein Problem. Ja, mit unserer Spezialistin. Bitte sehr. Gaunerhaft haben wir jetzt bekommen. Ja, das müssen wir nachher... ah ja, gut, da geht's weiter. Präzisionsgewehr ist voll, okay. Da ist unser Patriot. Hm. Ja, da könnten wir den Gatling-Gang nehmen, aber... ja, warum denn eigentlich? Nee, also hier ist er nicht mehr, okay. Ah, Moment, da ist noch was zu durchschauen. Da habe ich bestimmt auch schon ein oder zwei übersehen. So, im Eifer des Gefechts. Ja, Emphoria. Willkommen to Emphoria. Was steht hier? Looking for a thrill? Why not visit the Wander Ross? Aha. Da drüben steht doch jemand, oder? Hm. Warte mal, das schauen wir uns mal durch Scope an. Hm. Wer ist das? Keine Ahnung. Naja. Dann würde ich sagen, wir tun mal hier. Ah, da haben wir es zu essen. Wein, danke. Bin ich nicht. So, Knacks. Einmal Hebel. Gut gehebelt. Geht so, kommst du kaum. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Ja. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons. Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen.
Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben, gehabt haben sein. Zu haben, gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wäre es seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Ja, und ich muss mich korrigieren. Ich habe die mal als Pinkertons genannt. Es sind natürlich die Lutess-Brüder, Geschwister oder so. Oder, ja, keine Ahnung, komm, Zwillinge. Comstock House ist erfahren. Okay. Und das mit diesen Quantenpartikeln, meine ich, haben wir schon mal gehört. Wir können das sogar nochmal betätigen. Sonst ist doch immer ein One-Ticket hier. Rechts oder links ist eigentlich egal, oder? So, müssen wir, ja. Achso, oh. Ah, da war das schon wieder negativ. So. Excelsior Brand Trademark Kent Meats Park & Co. Aha. Mülltonne. So, was glimmert da so schön durch die Gegend? So, und hier? Okay. Nichts. Was haben wir hier? Müll. So. Also, ich mag ja die Musik, aber hier klimpert sie so ein bisschen komisch gerade daher. So entfernt. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Hä? Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich dann ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in petto, um dich gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Nee, Booker, du weißt es, das Siphon nämlich, ne? Er hatte den Siphon, um sie hier ein bisschen zu kontrollieren. So, Mülltonne, die suchen. Wow, ja, ist immerhin leer. So, hier ist noch eine Kiste und ein Mülltonnchen. So, jawohl. Nun gut, mit diesem Bild hier würde ich sagen, verabschieden wir uns heute auch wieder für diese Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.